Was sind die Unterschiede zwischen der Augenlaserbehandlung und einer ICL-Linsenimplantation? Bei allen Augenlasermethoden, bei Korrektur der Kurzsichtigkeit, wird die Hornhaut abgeflacht. Bei Korrektur der Weitsichtigkeit wird die Hornhaut steiler gemacht. Wobei bei einer Linsenimplantation schieben wir eine zusätzliche Optik ins Augeninnere rein und dadurch wird der Sehfehler korrigiert. Der Unterschied zwischen Augenlasern und Linsenimplantation: Augenlasern ist meistens irreversibel, das heißt, es ist nicht mehr rückgängig, wobei bei einer Linsenimplantation die Zusatzlinse kann immer entfernt werden und der Sehfehler ist genau oder ähnlich wie vor dem Eingriff.